Ja, hallo und willkommen zurück Bearer of the curse. zu Dark Souls Lässt es. 2. In der letzten Folge haben wir ein bisschen aufgeräumt. So. 87. 87? 27? 27, ja, was weiß ich. 87 ist mein Level jetzt so. Das wollte ich meinen. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Wo ich jetzt hin soll. Hier bin ich ja lang und bin dann bis zur Bucht gekommen. Also sprich hierhin. Von hier aus bin ich in das Gebiet hier gekommen, wo diese blöde Treppe ist. Apropos blöde Treppe. Uah, Entschuldigung. Ich glaube, da war noch was, was ich holen konnte in der Nähe. Schauen wir einfach mal. Und in der Zwischenzeit überlege ich mal, wo ich hin kann als nächstes. Au! Entschuldigung. Oi, nein. Sollte ich hier sein? Ja, ich sollte hier sein. Okay. hat sich auch geklärt. Ich bin gut. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. I find my way. Sag mal. Was ist denn jetzt los hier? Nicht nur die Soldaten waren im Brutcamp. Alter, das ist jetzt alles so stark. Aber. Und ja, ich werde jetzt mal was machen, was ich schon hätte längst machen sollen und bla bla bla. Moment. Haben wir gleich. Was das? Aufpassen. Und zwar. Ups. Nein. Okay, kann man auch machen. Das wollte ich aber nicht. Und zwar. Eine Fackel anzünden. Habe das hier tatsächlich nicht als Fackel angesehen gehabt. Es tut mir fast schon leid. So, damit kann man jetzt nämlich. Den Alten umsetzen. Damit er seinen fetten Arsch von dieser Kiste hier runternimmt. Handwerkshammer. Ist das eine Waffe? Muss ja. Da. Oh, ja, eigentlich gar nicht schlecht, so von der Sache her. I hope to fetch a new ember. Flame, dear flame. Es haut auf den armen Text ein. From the start of time, flame allowed man to flourish. And even now, he devises new fiery arts, but his reason makes him doubt flame. And so we waver and falter. Verstärken kann ich
mittlerweile wieder. Ja. Ich kann es tatsächlich legen. Na, machen wir. Einfach, weil wir es können. So. Okay, dann haben wir das auch erledigt und wissen immer noch nicht, wo es weitergeht. Genau, da oben. Das kann ich jetzt einmal holen. Mal Platz hier. Das kann ich tatsächlich mal holen. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Ne, jetzt mal übers Lagerfeuer. Leuchtfeuer. Ich gehe übers Lagerfeuer, jo. Nein. Dahin. Dahin? Ich glaube ja. Ja, doch. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Ich bin zwar kein Kleriker, aber ich habe Glaube. Toll. Ist ja doch wieder hier. Da hätte ich ja doch andersrum gehen können. Nee, hä? Hier muss ich rein. Genau. Hier rein, dann hier durch die Lücke in der Wand. Ja, das sieht doch schon gut aus. Einfach weil ich es kann, bringe ich den da um. Ich meine, warum nicht? Und dann muss ich darüber kommen. Ich hasse diesen Sprung. Den habe ich so oft vergeigt jetzt. Und dann muss ich doch tatsächlich hier entlang latschen. Ich habe gedacht, das sieht nur so aus, als ob man da lang könnte. Und dann habe ich mich mit meinem Kleriker nämlich versprungen gehabt und musste hier echt lang. Oder konnte ich hier lang. Oh. So. Und dann... Tada! Goldschwingenschild. Wir können ja mal vergleichen, wo ist es? Das, nee, Warnschild. Da ist es. Es sieht echt geil aus. Ne, also da kann man nichts gegen sagen. Ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Wir bleiben auch hübsch. Ja gut. Was ist jetzt eigentlich besser geeignet? Wenn wir das Schild jetzt nehmen, haben wir natürlich eine schön hohe Verteidigung und so. Ist ja alles richtig. Aber hier habe ich noch diese schnelle Ausdauergeneration. Und vor allem ist es noch leichter. Ich bin mir unschlüssig, was ich nehmen soll immer. Deswegen nehme ich das.
was ich meine, was richtig ist, auch wenn sich dann andere wieder an den Kopf fassen und sagen, Idiot. Aber das gibt's ja immer. Trotzdem ist jetzt das Geheimnis unserer Reise immer noch nicht gelüftet. Wohin als nächstes? Hier wurden wir ja auch wieder zurückteleportiert zu einem Leuchtfeuer irgendwo und nirgendwo. Hier sind wir überall durch. Da sind wir aber zu den Docks gekommen. Hey Omi. Ja, ich wieder. Nimm ich mal mit. Thank you, Kai. Ja. Was? Ja, halt, hier muss ich hin. Oder hier kann ich weiter, genau. Und da kamen wir ursprünglich. Also wirklich ursprünglich. Und hier geht's jetzt in den Wald rein, ne? Ja, genau. Ich sehe eine Menge Blut. Und du bist mit einem schönen Schwert ausgestattet. Moinsen. Have you business with me? Weiß ich nicht. The way you're under is all blocked up, you see, by this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? Oof. I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? See that statue? Gives me the will. Ach, it. Hey. Okay. Lebenstein? Ach, da! Ja, ich würde sagen, der ist wirklich verwandelt worden. Gott. Habe ich noch einen Zweig dabei? Ja. Aber. Ich gehe erstmal um. Das stinkt doch wer. Auch noch Türen. Oh, dieses Geräusch. Das erinnert mich an eine Serie, die ich gern geguckt habe. Da gibt es später auch solche Kreaturen, die diese Geräusche machen, um sich zu orientieren. Alter, was bist du für ein Heslon? Ich war erschrocken mit dem scheiß Geist. Alter. Was hängt dir da vor? Hallo? Ja. Ich glaube, der hat ins Let's Play reingeschaut und hat sich jetzt hier in der Ecke verschanzt und kommt nicht weiter. Okay. Okay. Giftige Typen. Verdammt giftige Typen. Das Leben hinter der Tür? Ah, das ist auch so einer. Der hat aber eine Waffe in der Hand. Guten Tag.
Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Okay, die geben 100 Seelen. Was bin ich hier? White's Talisman. Ich bin da. Ich wollte mich nur ankündigen. Oh. Okay. Sie kommen. Die Horde brennt. Wir machen sie nieder. Die Horde brennt. Alle sind vergiftet. Hoppla. Ich will meine Seelen wieder haben. Dreckshorde. Ich darf das sagen, ich war Hortler. Guten Tag. Diesmal schlachte ich sie gleich. So. Und ich spreng nicht die Fässer in die Luft, damit die da oben erstmal ruhig bleiben. Duftzweig. Ich benutze den mal. Oh. Gute Frau, kann ich Ihnen helfen? Okay, Sie haben Asthma. Thank you. Thank you. Kein Thema. Ja, das kann ich mir vorstellen. Give me a moment, please. Ja, ja. Gönn dir. Also, wenn da gleich der Kopf explodiert, ne? Ich weiß Bescheid. I'm fine. I think. Oh. No, no, no. I'm fine. Really, I am. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me. Oh, you're that traveler. I still haven't thanked you. Doch, hast du. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Prismastein, okay. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life, if you had not come. Oh, I feel shameful, wearing these rags. Aha. I hate to burden you further, as you've already saved my life. But... just look at me. My clothes are in tatters. Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything, whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel.
Anything at all will do. Just put it on the ground, and I'll change into it later. Okay. Wir gucken uns erstmal an, was du so zu bieten hast. Mit Feuerabwehr, Blitzabwehr, Finsternisabwehr. Okay. Energieabwehr, Blitzabwehr, Feuerabwehr. Okay. Waffe für Romantikflamme. Aha. Feuerball, Feuerkugel, Verbrennung, Giftnebel. Das ist alles für Romantik. Blitzschwall. Eisenfleisch. Fleisch. Chromatie verstärken. Aha. Ach, bei ihr kann ich dann die Waffe extra. Alles klar. Ausrüstung geben. Was kriegt sie denn von uns? Ach komm. Okay. Oder? Nee, das haben. Was? Ja, okay. Geh mal wieder her. Das haben wir leider nur einmal. Deswegen. Fürchte. Die Kapuze. Mantel. So. Bitteschön. Yay. Kleiderwechsel. Okay. I have my very own teacher. Aha. His name is Carillion of the Fold, a famed sorcerer in Melfia, our hometown. I was fascinated by sorcery. And so, well, he's so unique, you see. When he set out for Drang Lake, I couldn't let him go alone. But we were separated quite early on, I'm afraid. Ich weiß, wo er ist. Er sitzt am Dock. I'm rather unskilled. My lord probably ditched me. But oddly, I'm a fast learner when it comes to pyromancy. What we're fascinated by, and we're skilled at, are not always the same thing. Oh, why can't I just focus on what I truly enjoy? Oh dear, I shouldn't be so choosy. It's hardly my place. Mm-hmm. I have my very own teacher. Also. When, but, thank you so, after I change into this, I'm heading for Majula. But perhaps Majula is my best chance. Dann, viel Glück. Wir werden mal sehen, ja, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Aua. Wir sehen uns in Majula. Oh. Ey, dafür, dass sie nur 100 Seelen geben, ne? Ach, und da kommt noch ein Glubschauge. Alles klar. Gut. Ey, dafür, dass sie nur 100 Seelen geben, sind sie echt übertrieben stark. Wahnsinn. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.